Hallo, Servus und Moin Moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner hier in Michigan auf der ersten Karte, auf der ersten Karte noch. Ich habe mal nachgeschaut, wir sind hier noch in unserer Werkstatt und haben hier einen Auftrag, unter anderem, wollen wir mal schauen, unter der Husky Forwarding die Werkzeuglieferung zur Farm. Die Schiebeplan Auflieger, beziehungsweise der Schiebeplan-Auflieger, den wir dafür brauchen, der befand sich direkt an der Werkstatt. Heißt, einmal den Wagen angekoppelt und dann kann das eigentlich losgehen. Sollte eine recht kurze Mission und Aufgabe sein, hoffe ich zumindest. Das hoffe ich zumindest. Und würde ich sagen, dann geht das mal los. Ne? Handbremse ist gelöst, angekoppelt. Haben wir ihn auch. Genau, dann können wir eigentlich fahren. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir mit dem Truck hier die beste Wahl getroffen haben. Vor allen Dingen habe ich den nämlich noch gar nicht aufgepäppelt und aufgepäppelt. Aber allzu schwer sollte es uns eigentlich jetzt nicht fallen. Kommt hier noch gut durch. Wobei gut natürlich relativ ist. Hier in dem Matsch. Aber solange er sich noch bewegt, bewegt er sich, ne? Sind wir eigentlich auch schon fast da? Da hätten wir jetzt eigentlich auch den Weg nicht mehr extra für anzeigen müssen, aber. Also ich hoffe, dass er uns jetzt nicht kurz vorher noch einen Strich durch die Rechnung macht. Ich denke mal, das sollte wohl funktionieren. Weil dann haben wir wenigstens schon mal eine kleine Aufgabe hier erledigt. So, was sagt er? Verladen. Hallo? Was müssen wir denn machen? Wir noch ein Stück weiter vor oder wie oder was? Ich
Naja, 1050 Dollar, 130 Erfahrungspunkte haben wir. Das nehmen wir natürlich gerne an. Ja, die Sache mit Motor aus und so. Das klappt ehrlich gesagt noch nicht so wunderbar. Finde ich ein bisschen merkwürdig, wenn ich über die Taste versuche. Aber ist wahrscheinlich, dass mit dass wir hier mit Taste und Lenkrad spielen und da beißen sich vielleicht die ein oder andere Taste. Okay, das war ja jetzt wirklich kein besonders schwieriges Ding. So, da hinten haben wir noch einen versunkenen Sattelzug, den wir uns holen könnten. Und wir müssen natürlich hier auch noch ein bisschen freiladen. Und hier gibt es jede Menge Arbeit für uns. Hier haben wir noch einen Anhänger. So, nach und nach müssen wir eigentlich uns alles zusammenholen, mal denke ich. Lass uns mal schauen, was wir als nächstes machen. Ich würde sagen, wir fahren mit unserem Scout mal hier so längs, dass wir uns da den Wachturm freischalten. Obele. Hier haben wir noch den Tanker, ne, und den Rampentiefladen anhängen. Wir können uns so nach und nach eigentlich alles zusammen sammeln. Hier ist ja auch noch was. So, erstes, was wir machen. Wir überspringen natürlich ein bisschen die Zeit. Na, wie spät ist jetzt? 20.30 Uhr, 0 Uhr, 6 Uhr. Okay, 6 Uhr morgens sollte okay sein. Mal schauen, wie wir fahren. Ich denke mal hier, dann könnten wir hier so, Leute, das ist aber auch, der springt immer wieder zurück, ne? Der springt hier immer wieder zurück. Muss ich schon fast immer in der Mitte befinden. So, danach da, danach hier. Dann müssen wir mal gucken, was sich... Na, den will ich aber nicht. Wie kriege ich den denn sonst hier mit... Naja, gut, mit dem Lenkrad habe ich halt den Stick nicht, ne? Den erwartet der wahrscheinlich irgendwie. So, so. Merkst du das? Vielleicht sollte ich tatsächlich mit Lenkrad und Controller versuchen. So, bis da fahren wir. Und dann müssen wir mal weiter schauen, wie wird die Türme da erreichen. So, der Scout voll geladen. Vielleicht sollten wir noch mal eben in die Werkstatt und ihm noch ein kleines Update gönnen.
So, wollen wir mal gucken, was können wir denn machen? Motor brauchen wir momentan noch nicht. 4.700 haben wir. Ich denke mal, was ganz interessant wäre, wäre das für 2.700. Was haben wir da? Und vor allen Dingen, was kostet die Wende? 9.400, die können wir uns momentan natürlich noch nicht leisten. Würde ich sagen, wir holen uns erstmal zumindest den kleinen Gepäckträger. Da haben wir wenigstens ein bisschen Kraftstoff noch dabei, 100 Liter, die mit dem Gepäckträger hier, da kriegen wir bloß 60, haben dafür ein paar Ersatzräder und. Komm, wir holen uns erstmal das Kleine, würde ich sagen. Jetzt haben wir nur noch 2.000. Gut. Muss reichen, ne? Dann schauen wir mal nach, dass wir den Turm freigeschaltet kriegen. Wobei, wir hätten jetzt auch den Scout nehmen können, oder? Wir hätten natürlich auch den Scout nehmen können. Ach, der hat die Winde dran. Der hat die Winde. Eigentlich wollte ich nur. Na, mach schon. Also, ich drücke hier auf I auf die Tastatur. Wie gesagt, funktioniert nicht so ganz klasse. Ist interessant. So, jetzt probieren wir es nochmal. Das hat schon. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen, dass wir uns da nicht festfahren. Gut eingematscht ist er ja schon. Aber wir sollten zwischendurch halt auch immer noch mal nachschauen auf der Karte, ob es da nicht irgendwie noch was zu entdecken gibt. Hier, sag mal. Sieht aber auch nicht so aus, ne? Okay, können wir da dem Weg noch mal erstmal weiter folgen.
schon gut Power, haben wir ja schon in den letzten Folgen gesehen. Nur im Schnee, da hat er schon mal ein bisschen Probleme. Oha, Moment. Da habe ich doch gerade was gesehen. Haben wir da einen neuen Auftrag? Also die Maus kriegst du so gut wie gar nicht vernünftig hier geregelt. Ne, ich muss mal echt zusehen, dass ich sowohl Lenker und... Nein, ich will den nicht. Springt immer wieder weg, muss ich sagen. Na, lassen wir das. Schauen uns hier nochmal eben kurz um, was wir da wohl haben. Ja, auf jeden Fall haben wir hier schon mal eine Tankstelle wieder. Neue Mission, verschollener Öltank entdeckt. Zeigen wir uns die Aufgabe mal an. Klar, nehmen wir das an, logischerweise. Aber jetzt wollen wir erstmal tanken. Hat ja eigentlich nichts gefehlt, aber da ist man okay. Da haben wir nochmal einen großen Tankanhänger, den wir uns auch noch irgendwie mal holen können, denke ich. So, das Einzige muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das mit den Wegpunkten nicht vernünftig hinkriege, da muss ich tatsächlich vom Lenkrad weg auf den... Also, geht das nämlich los? Da geht's nämlich schon los. Den wollen wir natürlich nicht. Wenn ich wüsste, wie ich den mit dem Lenkrad... Vielleicht hat da von euch ja einer eine Idee. Wisst ihr, wie ich den, wie ich die Wegpunkte mit dem Lenkrad gesetzt kriege? Beziehungsweise geht das überhaupt? No. Da haben wir auch nochmal einen Wagen. Da. Naja.
Schauen wir uns das Ganze mal von außen an. So, ich hoffe ja, dass wir zumindest den Turm noch erreichen. In Sichtweite ist er ja schon. Kommen wir da hoch? Dann müssen wir doch mal auf die Karte. Gute Frage, ne? Hier rum. Ich schätze, der könnte uns da tatsächlich hinführen, wenn wir hier rechts rumfahren. Wir versuchen mal auf gut Glück, ne? Denn hier haben wir nochmal einen Auftrag. Eine Brücke bauen. Auch den nehmen wir an. Also Aufträge kriegen wir hier zu Genüge. Da kommt einiges noch an Aufträgen wohl auf uns zu, wenn wir bedenken, dass dann auch erst die erste Karte ist. Ja, gut, mit der Kamera. Da findet er nicht immer gleich die richtige, denke ich mal. So, mit dem Allrad kommen wir noch ganz gut hin. Erreichen können. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal an. Was wir jetzt noch freigespielt haben. Guckst du da Straßensperre, den ganzen Bereich. Kommen wir denn da? Ich guck mal eben. Wir könnten sogar. Wir könnten. Guck mal, da hinten ist der verschollene Öltanker. Da ist natürlich noch ganz schönes Stück, ne? Hier kommen wir vielleicht sogar vorbei ohne die Brücke. Wenn wir hier. Wenn wir uns hier lang bewegen, da hoch über den Fluss, hier rechts lang, den zweiten und letzten Turm noch, vorletzten Turm noch freischalten. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und ja, einen Auftrag haben wir erledigt, einen Turm haben wir freigeschaltet. Und jede Menge neue Aufträge dazugekriegt. Leute, das artet in Stress aus. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen gute Unterhaltung. Wenn ja, dann lasst gerne eine Bewertung da. Ich sag bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, euch wiederzusehen. Bleibt gesund und ciao, ciao.